Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie ihr breitere Schultern bekommt mit dem eigenen Körpergewicht. Das sind kein Equipment ist vonnöten und wir legen auch direkt los mit der ersten Übung von 6. Übung Nummer 1 ist Pike Hold. Kurz zur Erklärung, ihr geht auf die Hände, kommt ran, verlagert das Gewicht nach vorne, Blick geht nach unten und haltet einfach, okay? Wir wollen so viel Gewicht wie möglich auf die Schultern geben zum Stabilisieren. Wir starten zuerst mit Pike Hold und gehen anschließend direkt von dort in die Pike Push-Ups, okay? Wem die Push-Ups zu schwer sind, der lässt sie einfach weg und macht nur Hold. Let's go! Das war Übung Nummer 1 und 2 direkt kombiniert. Von dort aus gehen wir weiter an die Wand und machen Handstand Push-Ups. Freie Handstand Push-Ups sind schon extrem schwer. Die würde ich euch zum Anfang nicht empfehlen. Wenn ihr schon einen Handstand könnt, dann macht ihr Handstand Push-Ups. Wenn ihr noch keinen Handstand könnt, könnt ihr versuchen zum Beispiel Shoulder Taps zu machen oder Wall Walks. Ich zeige euch alle drei Varianten jetzt einmal in einem Durchlauf. Ganz kurz gemischt, dass ihr wisst, wovon ich rede. Let's go. Das waren die Handstand Push-Ups. Für die Wall Walks und die Shoulder Taps müsst ihr genau andersrum an die Wand gehen. Das heißt, ihr startet von hier und lauft dann mit dem Kopf und Oberkörper, Bauchseite Richtung Wand. Auf geht's. So, das waren die Wall Walks. Von hier. All diese Übungen und Vorübungen für den Handstand findet ihr auch in der Handstand-Tutorial-Reihe und im E-Book. Checkt das ab in den älteren Videos. Wir sehen uns in der nächsten Übung. Let's go! Okay, zur nächsten Übung. Halber Handstand. Es geht nicht darum, in den Handstand hochzugehen, sondern es geht nur darum, die Kraft zu gewinnen für die Schultern. Wir legen direkt los auf zur Übung. Startet von hier. Hände immer schulterbreit. Eine Linie nicht knicken und ihr wirbelt einfach nur. Und desto länger ihr versucht zu halten, desto besseres Training, desto stärker werdet ihr. Ja, das war es auch schon mit dem Video zu den Schulterübungen mit dem eigenen Körpergewicht. Abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.